Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin. Morgen gibt's wie jeden Freitag eine neue Folge InsideCon um 18 Uhr. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Kommen wir zu den Themen von heute. Starten wir mit einem Gerücht. So geht es bei Assassin's Creed weiter. Es gibt 17 neue Spiele für PS Plus. Ein neues Spiel, und zwar Mato Anomalies und The Diofield Chronicle. Da gibt es einen Release-Termin und eine Demo. Wenn ihr auch in Zukunft immer top informiert bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. The Saxons hunger for Norse blood. Let's give them a taste, brothers. Am 10. September findet bekanntlichermaßen die nächste Ubisoft Forward statt, also nach der Gamescom. Dort wird es allerlei neue Details zu Ubisofts Spieleportfolio geben, sehr wahrscheinlich auch, wie es bei Assassin's Creed weitergeht. Hier ranken sich ja nach der Valhalla-Zeit schon einige Gerüchte und die werden aktuell ein wenig befeuert. Unter anderem machen die Gerüchte die Runde, dass das nächste Assassin's Creed im Reich der Azteken spielen soll. Dem erteilte Bloomberg-Journalist Jason Schreier aber eine deutliche Absage. Laut ihm befindet sich der nächste Teil unter dem Projektnamen Rift in Bagdad in Entwicklung. Das könnte das Stealth-Spin-Off mit Basim sein. Der Titel beinhaltet diverse Biome und Erlebnisse und keines davon oder beziehungsweise die zwei wichtigsten davon sind in keiner Form aztekisch. Das darauffolgende Projekt Assassin's Creed Infinity wird hingegen in Montreal und Quebec entwickelt, hierzu weiß man allerdings noch nichts. Mit den drei neuen Preismodellen bei PS Plus versucht Sony seinen Fans ein Pendant zum Xbox Game Pass für die eigenen Konsolen zu bieten. Was da nicht fehlen darf, sind regelmäßig neue Spiele. Ab dem 19. Juli bekommen nun alle Abonnenten der Preisklasse Extra oder Premium 17 Spiele serviert. Das wären Stray, so quasi ab Tag 1, Final Fantasy VII Remake Integrate, Marvel's Avengers, Assassin's Creed Unity, Black Flag, Rogue Remastered, Freedom Cry und die Ezio Collection, Saints Row 4 Re-Elected und Saints Row Get Out of Hell, Spirit of the North in der Enhanced Edition, Ice Age Scratch Nussiges Abenteuer, Jumanji, das Videospiel, Paw Patrol im Einsatz und Ready Set Heroes. Premium-Mitglieder bekommen on top die zwei PSP-Klassiker No Heroes Allowed und Loco Roco Midnight Carnival. Für alle Rollenspielfans gibt es im kommenden Jahr Nachschub. Mit Mato Anomalies wurde von Entwickler Aerowiz und Publisher Prime Matter ein neues futuristisches RPG angekündigt. Dabei bekleidet ihr die Rolle des Detectives Doe, der die Geheimnisse hinter der Invasion von Mato durch übernatürliche Kreaturen aufdecken muss. Schauplatz ist dabei eine weitläufige, postapokalyptische Metropole, die traditionelle mit futuristischer Architektur verbindet. Neben der Ermittlung gibt es noch allerlei Dungeons mit intensiven Kämpfen. Mato Anomalies soll dann im nächsten Jahr erscheinen für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series, den PC via Steam und die Nintendo Switch. Mit The Diofield Chronicle bekommt ihr einen Echtzeit-Strategietitel aus dem Hause Square Enix. Der Publisher hat nun einen Release-Termin bekannt gegeben, den 22. September. Der Titel erscheint dann für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series, den PC via Steam und die Nintendo Switch. Spielerisch will The Diofield Chronicle mit einem strategischen Echtzeit-Kampfsystem punkten, das von einer düsteren Geschichte begleitet wird. Doch das ist noch nicht alles. Vorab könnt ihr The Diofield Chronicle kostenlos in einer Demo antesten. Diese erscheint am 10. August und lässt euch den Anfang des Spiels erleben. Der Fortschritt kann dann im Nachgang in die Vollversion übertragen werden. Und das war's auch schon wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Ihr wisst eh, was morgen los ist. Erstmal InsideCon um 18 Uhr und im Anschluss die Gameswelt-Nachrichten um 19 Uhr. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin habt eine gute Zeit. Servus.